Am Anfang war, also ganz am Anfang, das Innere der Delia eine dunkle Sperrholzhöhle der 80er Jahre, braun in die Jahre gekommen, unansehnlich. Viel Grübelei, Diskussionen, Pläne und Zeichnungen später ist sie kaum wiederzuerkennen. Die Schotten, die den Raum unter Deck beengt hatten, sind ebenso verschwunden wie der höhlenartige Charakter. Statt Sperrholz wurden leichtere Sandwichplatten namens Duflex genutzt, die neben dem geringen Gewicht und der hohen Stabilität einen weiteren Vorteil haben. Sie lassen sich mit etwas Geschick auch von Laien einfach verarbeiten. Selbst Rundungen sind mittels Fräse und Epoxidharz kein Hindernis mehr. Doch was hat sich im Einzelnen verändert? Im Vorschiff ist die Doppelkoje größer geworden und bis neben den Kielkasten gezogen worden. Darunter befindet sich neben einem großen Stauraum die neu entwickelte Kielhydraulik. Deren Funktion werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer testen und erklären. Nun gibt es auch wieder einen Tisch, der einfach in die Aufnahme am Kielkasten geschoben wird. Bei Nichtgebrauch passt er in den Stauraum unter einer Salonkoje. Die Bootsbauer von Mittelmannswerft in Kappeln, allen voran Thilo und Paul, haben so manche Raffinesse ausgetüftelt. Doch die beiden Drehsessel sind ganz sicher der Knüller auf einem Kleinkreuzer. Da wir auf Rückenlehnen bei den Salonbänken verzichtet haben, um den Raum so breit und offen wie möglich zu gestalten, gab es keinen Platz, an dem man sich gemütlich hinlümmeln konnte. Dank der drehbar gelagerten Sessel samt Staufach ist dieses Problem gelöst. Ein weiterer Hingucker ist die Pantry-Ecke. Neben Kühlbox und Flaschenspender zieht vor allem die Kochkiste Blicke auf sich, denn der Deckel fungiert gleichzeitig als praktisches Tablett und auch noch als Cockpit-Tisch. Wehe, wenn sie losgelassen, diese Bootsbauer, denn dann entstehen völlig neue, überraschende Ideen. Und dank dieser Ideen ist unsere Delia von 1984 auch unter Deck plötzlich ins Jahr 2018 katapultiert worden. Übrigens, sie ist live zu sehen, momentan auf der Interboot in Friedrichshafen und Mitte Oktober dann auf der neuen Hamburg Boot Show. Kommen Sie gern mal vorbei.